Servus Leute, ich bin Zertabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei der 30. Episode der Team of the Week Prädiktionen. Diese Woche gab es teilweise auch unter der Woche einige Spiele. Dadurch gibt es viele Kandidaten, die möglicherweise reinkommen könnten. Und Team of the Week 30, da könnte möglicherweise sogar eine SBC kommen. Vor allem, weil es vielleicht bis zum Team of the Season gar nicht mehr so großartig viel Content geben wird. Wenn wir Glück haben, hauen sie da das bestmöglichste Team raus. Und wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da, falls du neu auf diesem Kanal bist. Kannst du gerne kostenlos abonnieren und freut euch auf morgen. Es kommt das ultimative Team of the Season Prediction Video mit den Top 5 Ligen. Ich werde mich heute Abend dran setzen, alle 115 Karten erstellen, damit ihr da Bescheid wisst. Morgen einschalten, da wird es wirklich brutale Knaller geben. Und ich würde sagen, ohne großartig weiter zu plappern, legen wir los mit den ersten Spielern und das sind wie immer die Torhüter. Wir fangen an mit einem Franzosen namens Costil. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr in FIFA hatte der auch einige Informs und der gute Mann von Bordeaux hat gegen Olympique Marseille 5 Paraden rausgeholt, wurde Man of the Match und sie gewinnen mit 2:0. Das ist natürlich eine gute Leistung. Es gibt noch einen weiteren Keeper namens Akinfeev, die gute Legende aus Russland, hat im Derby gegen Spartak Moskau beim 2:0 Erfolg 6 Paraden rausgeholt. Bei diesem Derby sollte es auf jeden Fall eine Info geben. Wir gehen rüber zu den Verteidigern. Nicht zu vergessen, schreibt in die Kommentare, welchen ich möglicherweise so übersehen habe. Jetzt geht es aber weiter mit einem Brasilianer aus der französischen Liga namens Dante. Wir kennen ihn alle noch aus der Bundesliga, von Bayern München als auch Gladbach. Nicht mehr der Jüngste, aber spielt immer noch eine gute Saison. Er war gegen Montpellier der Matchwinner. Beim 1:0-Sieg hat er eben das eine Tor gemacht. Sie befinden sich derzeit auf dem 7. Platz. Das ist in Ordnung. Allerdings wird es schwierig für die Europa-League-Plätze. Wir gehen rüber zu einer Mannschaft namens Everton. Und Jagielka hat genauso wie Dante ebenso einmal getroffen, auch 1:0 gewonnen. Aber nicht gegen irgendeine Mannschaft, sondern gegen die Gunners. Für Arsenal ist es natürlich kein gutes Ergebnis. Sie kämpfen um den 3. Platz, vielleicht auch den 4. Platz. Das ist ja deren gewöhnliche Position in der Tabelle. Da müssen sie aber in den letzten Spielen noch weiter einen Vollgas geben. Das ist ziemlich eng. Auf der anderen Seite gibt es eine Liga, wo es absolut nicht mehr spannend ist, denn Juventus Turin ist schon so gut wie Meister. Gegen Cagliari haben sie 2:0 gewonnen. Und Bonucci hat einen Treffer gemacht, hat dazu noch die Null hinten gehalten, wurde Man of the Match. Ich denke, der sollte es ins Team of the Week schaffen, außer am Ende sagt die, ey, Keen, pass auf, Kollege, du bist jung, du bekommst einen Inform. Der hat nämlich auch getroffen. Und in diesem Spiel ist übrigens das passiert, was wir im Fußball nicht sehen wollen. Rassistische Beleidigung gegenüber Keen hat absolut nichts im Fußball zu suchen. Wir gehen weiter zum nächsten Spieler. Jordi Alba, unser spanischer Linksverteidiger, Leute, und er hat mit seiner Mannschaft Barcelona am Wochenende ein mega wichtiges Spiel gespielt gegen Atletico Madrid. Man kann eigentlich sagen, irgendwo ging es um die Meisterschaft. Hätte Atletico gewonnen, wäre es in den letzten Spieltagen vielleicht nochmal ein bisschen spannend gewesen, aber Leute, jetzt ist es endgültig vorbei. Barca wird sich das, denke ich, nicht nehmen lassen. Ich meine, die sind jetzt 11 Punkte vorne und Jordi Alba hat eben ein Tor vorbereitet für Luis Suarez. Theoretisch würde ich sagen, könnte er es auch reinschaffen, aber ein Treffer für einen Stürmer wird wahrscheinlich in seiner Klasse nicht reichen. Und was hat bitte Messi wieder gemacht? Zauberei vom Allerfeinsten. Ich finde, man sollte aber Jan Oblak Props geben, weil was der für Bälle rausgeholt hat in diesem Spiel, ohne den wäre das deutlich höher ausgegangen. Das ist wirklich ein Weltklasse-Keeper. Mit Ter Stegen finde ich derzeit der Beste. Und wir gehen nochmal rüber in die italienische Liga zu Demiral, den türkischen Innenverteidiger. Ich meine, als Innenverteidiger ein Treffer zu machen, ist ja schon mal schön und gut, okay? Türkische Innenverteidiger schießen anscheinend gerne Tore und Demiral hat für Sassuolo zweimal zugeschlagen, denn sie gewinnen mit 4:0 gegen Chievo. Wir müssen nicht lange reisen, denn es geht nun zu Roma. Und Kolarov wurde in diesem Spiel Man of the Match. Gegen Sampdoria gewinnen sie mit 1:0. Und Leute, eins kann ich euch sagen, das waren sehr wichtige 3 Punkte für die AS Rom. Denn sie wollen natürlich jetzt noch zum Schluss wenigstens die Europa League Plätze klar machen. Bei der Champions League haben sie natürlich auch noch Chancen. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Wir springen rüber in die Premier League. Dort haben wir einen englischen Spieler namens Loftus-Cheek. Der Typ ist gefühlt 2 Meter groß. Meine aber sind irgendwie 1,88. Ein richtig breiter Ochse. Und was krass ist, schaut euch bitte sein Dribbling an. Das eben mit seiner Physis. Mamma mia, das ist eine gute Kombination. Und gegen Brighton gewinnen sie mit 3:0. Loftus-Cheek hat im Mittelfeld ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet, genauso wie Eden Hazard. Denke aber, es wird eher der Kollege. Vor allem hat er auch, glaube ich, in der letzten Woche nochmal irgendwie 2 Tore gemacht oder sowas. Wir bleiben jetzt aber ganz kurz in London und gehen rüber zu den Spurs. Christian Eriksen, der Däne, zu dem musst du nicht großartig viel sagen. Ich meine, Vereine wie Real und Barcelona haben alle schon mal angeklopft. Und gegen Crystal Palace einmal getroffen, ein Tor vorbereitet für Heung-min Son. Das als ZM, Leute. Diese Karte sieht auch phänomenal aus. Und jetzt geht's rüber in die Chinese League zu einem Brasilianer. Wir kennen ihn alle und das ist Talisca. Wer von euch seine Wochenaufgabe damals nicht gemacht hat, der muss sich nicht großartig viel Sorgen machen, denn er hat im Derby Guangzhou R&F FC, falls ich es falsch ausgesprochen habe, tut mir leid, 2 Tore gemacht und sie gewinnen mit 2:0. Stellt euch übrigens mal vor, es kommt so ein Team of the Season zur Chinese League raus und Inter Mailand hat mal wieder unter der Woche 4:0 gewonnen. Das Besondere dabei ist, Gagliardini hat zum einen 2 Tore gemacht als Mittelfeldspieler, das ist eine super
super Leistung, wird es wahrscheinlich auch ins Team of the Week schaffen. Was ich aber noch viel besser finde und was mich auch wirklich freut, ist, dass Mauro Icardi endlich mal wieder spielen darf. Spalletti hat sich gedacht, Icardi, Kollege, wir machen das. Und erstes Spiel, gleich mal einen Treffer gemacht. War zwar ein Elfmeter, aber dennoch, Leute, ist natürlich was Schönes für die Mannschaft. Sie befinden sich auf dem dritten Platz. Was mich eigentlich total wundert, da sieht man aber, dass alle Mannschaften von Platz 3 bis 7 immer mal wieder auch am Patzen sind. Und die spanische Liga ist in diesem Jahr für sehr viele Überraschungen da. Wenn ihr euch die letzten Plätze anschaut, dann werdet ihr euch wundern. Allerdings ist Sevilla immer noch sehr gut in Form. Fünfter Platz und Sarabia spielt eine phänomenal gute Saison. Seine Headliners-Karte könnte aufgrund ein Treffer und einer Torvorlage beim 2:0 Erfolg gegen Deportivo um eins nach oben gehen. Wäre zumindest mal eine interessante Karte. Und in Holland wird es nochmal richtig spannend zum Saisonende. Ajax Amsterdam 71 Punkte. PSV Eindhoven 71 Punkte. Die nehmen sich da gar nichts. Ajax hat bis jetzt das bessere Torverhältnis. Und Neres, der Brasilianer, hat dazu die Saison einiges beigetragen. Der junge Mann ist eine absolute Maschine. Letztens hat er auch kurz und knackig erzählt, wie er seine Freundin kennengelernt hat. Er hat einfach gesagt, ich bin Neres und die ist sofort aufgesprungen. Frag mich bitte nicht, wo ich sowas gelesen habe. Das sind Informationen, die muss man nicht hören. Aber der Kollege wird zurzeit mit vielen großen Vereinen auch in Verbindung gesetzt. Zum einen hat er jetzt am Wochenende übrigens zweimal getroffen. Beim 5:2 Sieg gegen FC Emmen. Aber Bayern München scheint ein bisschen Interesse gezeigt zu haben, wobei das man aber nicht alles ernst nehmen darf. Wir werden uns früher oder später noch um die ganzen Gerüchte und Transfers kümmern. Da freue ich mich schon riesig, Leute. Aber jetzt geht's erstmal rüber zu Lo Celso, der argentinische Spieler von Real Betis. Was hat der bitte für eine Entwicklung hingenommen? Zum einen war er davor bei Paris. Er ist für gewöhnlich ein Mittelfeldspieler. Jetzt hat er bitte im Sturm 2 Tore gemacht und das ist wirklich nicht seine Position. Dazu wurde er noch Man of the Match. Sie gewinnen mit 2:1 gegen Villarreal. Und das ist eben die Mannschaft, wo ich vorhin gesagt habe, ihr werdet euch wundern. Die befinden sich derzeit auf einem Abstiegsplatz. Villarreal Abstieg, das klingt, finde ich, sehr, sehr komisch. Atalanta Bergamo spielen eine sehr gute Saison und Iličić ist eine Maschine vorne. Schaut euch auch einfach mal seinen Schusswert an. Gegen Bologna hat er beim 4:1 Sieg 2 Tore gemacht, 1 Treffer vorbereitet, das als Mittelstürmer. Hut ab, Kollege, sehr gute Leistung. Der könnte, wer weiß, vielleicht morgen in der Team of the Season Prediction sein. Und die Werte sehen dann ja mal wirklich anders aus. Und die italienische Liga hat diese Woche sehr gut zugeschlagen. Wir haben hier noch einen Belotti. Und genauso wie bei Iličić finde ich solche Karten irgendwie ziemlich interessant, weil die spielt nicht jeder, sind aber trotzdem ziemlich nice. Gegen Sampdoria gewinnen sie mit 2:1 und Belotti hat eben beide Tore gemacht. Generell finde ich, das Team of the Season aus der Serie A ist fast sogar mit am interessantesten, weil die Preise werden A, nicht zu teuer sein und B, gibt es eben auch sehr viele geile Spieler. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was wollt ihr euch für ein Team am Ende machen. Ich habe mir eigentlich auch überlegt, so ein Bundesliga Team of the Season Team dann rauszuhauen. Wir werden schauen, wie sich das entwickeln wird. Wir gehen rüber zum nächsten und das ist Karim, the Dream. Zinedine Zidane ist wieder zurück und jetzt haben sie sich unter anderem auch die erste Niederlage abgeholt gegen Valencia. Allerdings am Wochenende zum Glück wieder gewonnen. Und Karim, the Dream, hat gegen Eibar beim 2:1 Erfolg beide Tore gemacht. Kroos hat zum Beispiel eins vorbereitet. Und für Real Madrid geht es in der Saison um nicht mal allzu viel. Meister können sie nicht mehr werden. Champions League sind sie raus und im Pokal auch. Und die Champions League Plätze haben sie sich mehr oder weniger schon gesichert. In der Bundesliga gab es ein richtiges Top-Duell. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Und das Ganze konnte Leipzig für sich entscheiden. 4:2 gewinnen sie am Ende. Hat mich wirklich sehr überrascht. Timo Werner hat ein sehr wichtiges Tor geschossen, dazu noch ein Tor vorbereitet. Ein Assist, ein Tor für eine Headliners-Karte könnte genügend sein. Vor allem, wenn man sich vorstellt, möglicherweise kommt eine garantierte Team of the Week SBC. Und sowieso ist EA immer mal wieder ein Fan davon, solche Spezialkarten abzugraden. Ich meine, dafür sind sie auch da. Und bei Leverkusen läuft es derzeit irgendwie nicht so rund. Letzte 3 Partien, meine ich, haben sie alle verloren. Und RB Leipzig steht gerade aktuell sehr stark auf den 3. Platz. Mit 3 Punkten vor Eintracht Frankfurt. Was die Frankfurter wieder gemacht haben, in der letzten Sekunde bekommen sie einen Elfmeter. Das war schon wieder irgendwie ein brutales Spiel. Es gibt noch ein Spiel, welches dieses übertroffen hat. Zumindest eben in der Bundesliga. Ich meine sogar, das war das beste Spiel der Woche. Auch weltweit einfach. Denn FC Bayern München hatte die Partie gegen BVB. Ihr habt das alle mitbekommen, da bin ich mir sicher. Bayern gewinnt mit 5:0. Und ich habe mir das wirklich niemals vorstellen können. Und dann hauen die Bayern einfach die Dortmunder mit 5:0 weg. Ich finde, das war eine richtige Lehrstunde. Die Dortmunder müssen jetzt einfach aufstehen und weitermachen. Ich bin mir sicher, es wird noch bis zum letzten Spiel der Saison ziemlich spannend. Und jetzt könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was meint ihr nach diesem Spiel, wer wird Meister? Bayern ist eben ein Punkt vorne. Mir hat übrigens nach dem Spiel in der Pressekonferenz Lucien Favre irgendwie brutal leid getan. Man hat ihn irgendwie seine Trauer im Gesicht angesehen. Ist ein toller Trainer, hat auch Tolles geleistet und Robert Lewandowski hat eben in diesem Spiel 2 Tore gemacht. Ich persönlich finde, dass Javi Martinez sich die Karte am meisten verdient hätte. FIFA-technisch wäre ein Robert Lewandowski ein richtiges Zuckerpüppel.
ihr wisst Bescheid. Und nun sind wir auch schon angekommen bei der Auswechselbank. Hier gibt es nochmal den einen oder anderen guten Spieler und es geht gleich mal los mit Hamdallah. Der Kollege wird auch ziemlich sicher ein Team of the Season bekommen. Und wieder hat dieser Kollege 3 Tore gemacht. Wie macht er das? Jetzt ohne Spaß. Dann haben wir den Belgier von Düsseldorf und das ist Raman. Die Gladbacher konnten den nicht stoppen, Hertha BSC Berlin auch nicht. Sie gewinnen mit 2:1 und Düsseldorf, was macht ihr bitte in der Bundesliga? Hätte ich ganz ehrlich nicht erwartet, Mann. Und Raman ist unter anderem ein sehr großer Teil dieses Erfolgs. Mateta, der Mann von Mainz 05, hat auch 3-mal zugeschlagen. Damit hat der Franzose sehr gute Karten, um ins Team of the Week zu kommen. Jetzt haben wir noch einen weiteren Spieler aus der Bundesliga. Natürlich werden es nicht alle reinschaffen können. EA muss sich dafür ein paar entscheiden. Aber Belfodil, wie oft hat er bitte auch schon krass gespielt und nie ein Inform bekommen? Ich verstehe es nicht. Jetzt schon wieder 3-mal zugeschlagen für die TSG. Jetzt haben wir noch Isak, ausgeliehen vom BVB. Tolle Entwicklung hingenommen in der holländischen Liga. 2-mal getroffen, 2-mal vorbereitet, letzte Woche schon Hattrick geschossen. Denke, jetzt sollte er mal sein Team of the Week bekommen. Als nächstes haben wir noch Westwood von Burnley. 1-mal getroffen, 1-mal vorbereitet. Diego Rossi, der Mann aus Uruguay, auf seiner Position. 3 Golazos geschossen. Was sind das bitte für Kandidaten diese Woche? Alle mit Hattricks am Start. Genauso wie Scott Arfield. Als nächstes haben wir noch einen Argentinier namens Buzard. Ebenso 3 Tore gemacht als Tattoo-M. Und zu allerletzt haben wir noch Al Mualad. Der haut 3 Treffer raus, aber legt noch einen drauf und macht noch eine Torvorbereitung. Und das war's somit mit der Team of the Week 30 Prediction. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, ich würde mich mega über eine Bewertung freuen. Seid ihr hyped auf das Team of the Season Video, was morgen kommen wird? 115 Spieler, alle in einem Video. Ich hab Bock drauf. Und falls du nicht Abonnent des Kanals bist, kannst du gerne ein kostenloses Abo da lassen. Schreibt in die Kommentare, welchen habe ich vielleicht vergessen, auf welchen würdet ihr euch am meisten freuen. Und dann würde ich sagen, erwartet uns ein Team of the Week mit ein paar guten Spielern. Möglicherweise eine garantierte Team of the Week SBC. Dann sehen wir uns morgen. Haut's ran, euer Tabak. Ciao.